Mein Name ist Christoph Jaschke und ich habe heute das Vergnügen und die große Ehre, diesen Talk über das Thema DIGAP-Fortbildung, Fachtherapeutin in der außerklinischen Intensivversorgung mit der Maria Panzer, meiner Co-Präsidentin aus Berlin, zugeschaltet, hier moderieren zu dürfen. Und ich freue mich deswegen, weil es ein ganz neues Format von Fortbildung ist, mega spannend. Sicherlich auch die ein oder andere kontroverse Diskussion hervorrufen könnte. Und das ist absolut hier gewünscht und auch erlaubt. Das können Sie auf zwei Wegen machen. Entweder, wenn Sie eine Atempause von der Julia oder von dem Hakim finden, einfach dazwischen eine Frage stellen, eine Anmerkung machen oder aber auch gerne die Chatfunktion nutzen, damit wir, sage ich jetzt mal, beide ReferentInnen nicht dauernd rausbringen. Diese Fortbildung gibt es seit Mai 2020 und sie ist die erste Weiterbildung. Und jetzt wird es ein bisschen zungenbrecherisch, aber nach Genderregeln müssen wir das so machen. Die erste Weiterbildung für FachtherapeutInnen, für ErgotherapeutInnen, PsychotherapeutInnen, LogopädInnen und akademische SprachtherapeutInnen, also kurzum für HeilmittelerbringerInnen. Innen wie außen. Und die im therapeutischen Bereich der außerklinischen Intensivversorgung tätig sein möchten. Und damit gebe ich an dich, liebe Maria, damit du unsere beiden wunderbaren ReferentInnen vorstellen kannst. Ja, herzlich willkommen zu unserem Online-Talk. Zuerst begrüße ich Frau Rohling. Sie ist staatlich anerkannte Ergotherapeutin. Seit über 10 Jahren ist sie in dem Bereich der klinischen und außerklinischen Intensivversorgung in verschiedenen Einrichtungen tätig. Seit 2019 arbeitet sie im Therapiezentrum Elas Brambring in Köln. An dieser Stelle möchten wir nochmal auf Frau Rohlings Vortrag im 10. Mike Online Talk hinweisen, der als Video oder als PDF weiterhin zugänglich ist. Frau Rohling ist Dozentin in dem Kurs, um den es heute geht. Unser zweiter Referent ist Dr. Hakim Bayarasu. Den müssen wir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, weil er ja für Stammgäste in unserem Online-Talk schon hinreichend bekannt ist. Er hat viele Jahre in verschiedenen Kliniken gearbeitet und ist seit dem 01.01.2020 niedergelassener Facharzt in Köln im Zentrum für außerklinische Beatmung. Er setzt sich aktiv für eine Verbesserung der außerklinischen ärztlichen Versorgung intensivpflegebedürftiger Menschen ein. Und das glaube ich schon, ja, seit du Arzt bist, mehr oder minder. Hakim ist auch Dozent in diesem ersten DIGAP-Kurs und er wird uns gemeinsam mit Julia jetzt über den Ablauf des Kurses, die Zielsetzung erzählen und wird natürlich den Kurs sehr weiterempfehlen. Ihr habt das Wort, bitteschön. Vielen Dank, Maria. Das war sehr nett. Hakim und ich haben im Vorfeld gesprochen, wie wir das Ganze gestalten wollen. Und Hakim meinte, Julia, mach den Vortritt und beginne einfach. Und ich klinke mich ein und wo ich kann und möchte. Und ja, es soll insgesamt locker sein. Wir wollen hier über den Kurs erzählen. Wir wollen eure Fragen beantworten und das tun wir im lockeren Rahmen. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, einfach als roten Faden. Aber wir können gerne auch mal abweichen, ganz entspannt und möglichst offen. Ich starte meine Präsentation und werde euch einfach mal erzählen, was in dem letzten oder in diesem Jahr wie das abgelaufen ist. Denn wir haben den Fachtherapeut zu einer Zeit gestartet. Ja, das war nicht ganz so günstig, denn geplant war dieser Kurs in erster Linie als Präsenzveranstaltung und sollte bis November in 4 Blöcke organisiert sein. Die Blöcke blieben. Die Präsenzveranstaltung mussten wir aber tatsächlich in digitale Weise fortführen. Und ich habe gerade im Vorfeld schon mit Maria und Christoph gesprochen, dass ja, das schon ein Act war und schon was sehr Besonderes war, eine Veranstaltung so kurzfristig umzuändern. Und
gleichzeitig aber auch viele Möglichkeiten dadurch aufkamen und sich auftaten für uns. Denn so schnell etwas auf die Beine zu stellen, was am Ende auch noch gut wird, wir waren wirklich überrascht, was für ein, ja, am Ende gutes Feedback wir bekamen vom Kurs, weil es für viele eine Chance war, auch von zu Hause im Homeoffice oder in der Kurzarbeit zu lernen und daran teilzunehmen und eben nicht die weite Strecke zu fahren, wie zum Beispiel von Hamburg. Das so am Rande, so zu den Randfaktoren. In erster Linie möchte ich erstmal ganz, ganz am Anfang starten, wie alles begonnen hat. Die DIGAP und vielmehr die Sektion der therapeutischen Versorgung in der außerklinischen Intensivversorgung hat dieses Curriculum geschrieben für den Fachtherapeuten. Dass diese Entwicklung basiert so ein bisschen auch auf dem Gedanken, dass jahrelang einfach eine Riesenlücke war zwischen guten Fortbildungen, die für alle Therapeuten aus der Heilmittelbranche zugänglich sind. Wir haben verschiedene Fortbildungsangebote, aber so speziell für den Bereich der Außerklinik nicht. Wir finden viele Ansätze, die evidenzbasiert sind im klinischen Setting, weniger aber im außerklinischen. Und es fehlt einfach der ganzheitliche Gedanke daran, auch fachbereichsübergreifend zu arbeiten. Das ist so das Wesentliche, die wesentliche Ausgangssituation, worauf die Sektion der therapeutischen Versorgung, der DIGAP, das Curriculum aufgebaut hat und entwickelt hat. Es geht als wesentliche Aufgabe darum, der Arbeitsgruppe der DIGAP Standards zu erarbeiten und Qualitätssicherung in der therapeutischen Versorgung zu optimieren und zu verbessern und überhaupt erst existent zu machen. Wir haben, die Therapeuten finden meistens keine sehr große Rolle in der außerklinischen Intensivversorgung und ich denke, da wird Hake mir zustimmen, vor dem Hintergrund des IPREX müssen wir auch als Therapeutinnen und Therapeutinnen hier viel mehr Rolle spielen. Denn auch wir gehören neben den Ärzten und den wichtigen Kollegen aus der Pflege zu auch wesentlichen Leistungserbringern, die wirklich auch qualitativ hochwertige Arbeit leisten müssen und den komplexen Anforderungen auch im therapeutischen Setting begegnen zu können. Das ist einfach unumgänglich. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich so aktiv bei der Umsetzung in diesem Jahr des ersten Fachtherapeuten mitwirken durfte. Und wir hatten jetzt den Kurs bestehend aus 11 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Aus der Ergotherapie waren da Kollegen, aus der Physiotherapie, der Logopädie und wir hatten auch eine akademische Sprachtherapeutin mit im Kurs. Also alle Berufsgruppen sind vertreten gewesen. Und das ist auch das, worum es geht bei der Fortbildung, dass wir als Erbringer im therapeutischen Bereich der Heilmittelbranche ansprechen, diesen Kurs zu machen. Ganz übergeordnet ist das Ziel die Qualitätssicherung. Und zwar die Qualitätssicherung, die bedeutet, dass wir einen einheitlichen Wissensstand schaffen wollen. Wir wollen eine Basis schaffen, die für alle gleich ist. Das heißt, die Logopädin ist genauso weitergebildet und hat genau den gleichen Wissensstand möglichst wie der Physiotherapeut oder die Ergotherapeutin. Das ist einfach wichtig, weil wir im Bereich der Außerklinik bestenfalls zusammenarbeiten und interdisziplinär oder auch transdisziplinär arbeiten. Und da ist eine einheitliche Wissensbasis einfach wichtig und relevant, damit man die gleiche Sprache spricht. Wichtig ist auch gerade in diesem Bereich, dass wir, dass die Therapeutinnen und Therapeutinnen viel sicherer werden im Handling. In diesem komplexen Arbeitsfeld begegnen wir häufig großen Schwierigkeiten und müssen oft sehr kreativ sein vor Ort, den Menschen dort in der Versorgung gerecht zu werden und möglichst viel rauskitzeln zu können. Und das schafft man nur, wenn man sich spezialisiert. Und das schafft man aber auch nur, wenn man ein gewisses Maß an Sicherheit entwickelt. Und das geht nur, indem man den Wissenstransfer in die Praxis schafft.
Der Fachtherapeut hat hat einen Praxisblog, das ist das Verego-Konzept, das Therapiekonzept entwickelt von Janine Ehlers und Inga Brambring, wo wir ganz klar fokussieren, dass das Handling am Patienten aneinander ausprobieren, das ist zum Beispiel etwas, wo wir sagen, das muss in der Praxis ausprobiert werden, das muss, da müssen die Leute wirklich ran, die Therapeuten wirklich das Handling lernen an sich selbst, um zu verstehen, was sie machen können und was alles geht. Also ganz salopp gesagt. Viele unterschätzen häufig so ein bisschen das therapeutische Können oder haben eine große Berührungsangst mit Menschen, die in einer Situation sind, in der sie sich nicht mehr gut bewegen können oder in der sie ja, oder Menschen, die beatmet sind. Da ist einfach eine große Berührungsangst. Das erlebe ich oft bei Logopädinnen zum Beispiel, die eine Hemmung haben, sich ja so eine Person einfach mal auf die Bettkante zu setzen. Und umso wichtiger ist es, das zu üben. Und dieser Übungseffekt, dass mehr Therapeutinnen über ihr Können hinausgehen und mehr lernen anhand von Praxisbeispielen. Das ist so ein bisschen der Praxistransfer, das heißt ganzheitlich zu arbeiten und auch mit anderen Berufsgruppen der Heilmittelerbringung mal zu arbeiten. Das Curriculum ist so geschrieben, dass wir hier versuchen oder dass der Fachtherapeut versucht, möglichst viel abzudecken. Das beginnt einmal bei den Basics, also bei den Grundlagen. Wie ist die Außerklinik strukturell und rechtlich organisiert? Das ist einfach wichtig. Was gibt es dort für Leitlinien? Was haben wir für Standards? Das ist wichtig zu verstehen. Also so ein bisschen die Ursuppe kennenzulernen. Was darf ich als Therapeut, Therapeutin? Das ist auch oft eine Schwierigkeit, weil nicht immer ganz klar ist, welche Patienten wir mit welcher Verordnung behandeln dürfen. Das ist dort Thema, also so den rechtlichen, strukturellen Rahmen. Dann geht es weiter in den Grundlagen, wirklich eine einheitliche Wissensbasis zu schaffen, was die Anatomie und die Physiologie angeht, genauso wie die Krankheitslehre. Da wird genau geschaut, sind alle auf dem gleichen Level, denn es baut dann aufeinander auf, wenn wir später dann zu Behandlungskonzepten gehen, zum Thema Dysphagietherapie und im Speziellen der außerklinischen Versorgungsstrukturen, ist es wichtig, dass wir da eine gemeinsame Grundlage schaffen bei allen Teilnehmerinnen. Ein wesentlicher auch noch zu nennender Punkt ist dann noch, wenn wir über Grundlagen sprechen, die ICF, die International Classification of Functioning, Disability and Health. Ich muss es immer wieder ablesen, obwohl ich das schon so oft geschrieben und gelesen habe. Das ist wichtig, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass im Rahmen der Therapie wir einen fundierten Befund schreiben müssen. Wir müssen eine gute Zielformulierung schaffen und das geht auf der Grundlage der ICF. Und das ist nochmal eine eigene Veranstaltung tatsächlich, die diese Grundlagen schafft. Denn also natürlich ist der Befund und die Zielsetzung in allen Bereichen der Heilmittelerbringung wesentlich, aber im außerklinischen Bereich ist es nochmal nimmt es den Stellenwert ein, nochmal besonders zu sein, weil gerade die Zielsetzung bei Menschen, die in so einer Langzeitversorgung sind und eine Langzeittherapie erhalten, ist die Zielsetzung oft sehr schwierig und es droht meistens schwammig zu werden oder ich nenne es auch manchmal so ein bisschen prokrastinierend. Und da setzen wir nochmal so wesentlich den Schwerpunkt, dass wenn diese Grundlagen da sind und das Verständnis dafür, dass da auch die Qualität der Behandlung besser wird, wenn diese Zielformulierung einfach bei allen auf dem gleichen Stand sind und wenn da die gleichen Basis geschaffen sind, die ICF dort einzubinden. Ihr merkt, ich habe da so selbst so meine Lieblinge
was so Zielsetzung angeht und Zielformulierung und Befunderhebung, das jedes Mal schweife ich immer so ein bisschen ab, wenn ich über ICF rede, aber es ist echt wichtig und es fällt oft in der Praxis auf, dass das manchmal fehlt den Leuten und deswegen bin ich so froh, dass das so einen hohen Stellenwert hat. Aber weiter, ich schweife nicht weiter ab. Es geht weiter. Ich spreche immer noch über die Inhalte und den Aufbau des Fachtherapeuten. Weiter, also ihr könnt gerne Fragen stellen hin und wieder, dass es nicht ganz so schnöde wird. Sonst mache ich einfach weiter. Es gibt dann noch die Veranstaltung, die auch wichtig ist in dem Bereich therapeutische Versorgung. Was konkret gibt es für Konzepte in der AIV? Welche Möglichkeiten gibt es für Therapeuten und Therapeutinnen zu behandeln? Und da das war eine Veranstaltung, die hatte ich gemacht. Therapiekonzepte werden vorgestellt, die vorrangig in der Neurologie zu finden sind. Und da geht es darum, einfach zu wissen, welches Repertoire haben wir. Und dann auch, wenn man weiß, welche Möglichkeit es gibt an verschiedenen therapeutischen Ansätzen, diese auch bewerten zu können. Denn nicht alles ist, was in der Neurologie, was angeboten wird, passt unbedingt auch in die Außerklinik. Und wir haben einfach ein Riesenproblem in der Heilmittelerbringung, was den Fortbildungssektor angeht in diesem außerklinischen Bereich. Es gibt wenig evidenzbasierte Ansätze. Es gibt sie einfach nicht viel. Es ist unfassbar wenig und das, was wir haben, müssen wir anpassen beziehungsweise uns dessen bewusst sein, dass sie unter Umständen nicht evidenzbasiert sind oder veraltet sind. Das ist ein großes Thema auch, denn es gibt ja nicht nur diesen einen Weg, wenn wir einen Patienten in der Außerklinik behandeln, versorgen therapeutisch. Und im Fachtherapeuten geht es darum, eine möglichst große Werkzeugkiste zu haben am Ende mit verschiedenen Möglichkeiten der Therapien, mit dem Wissen der Anwendung, wann man etwas, ja, wann etwas sinnvoll ist und wann nicht. Und da ist ganz zentral das Virego-Konzept als evidenzbasiertes Konzept hierbei, was wir in einer großen Veranstaltung mit 3 Tagen geplant hatten. Davon konnten wir Gott sei Dank den Praxistag im Sommer stattfinden lassen, dass die Teilnehmer, Teilnehmerinnen nach Kerpen gekommen sind und wirklich das Handling vor Ort am Patientenbett üben konnten, an sich selbst. Wir haben damit geschaut, wie kann man positionieren? Wie bekommt man die Menschen in die Vertikalisierung? Also wirklich ganz praxisnah geht es darum, bestimmte Handgriffe zu lernen, wie man mit sehr immobilen Menschen arbeiten kann und welche Möglichkeiten man hat. Die Dysphagietherapie, auch da ist wieder wichtig, dass wir die Grundlagen vorab geklärt haben, dass alle auf dem gleichen Stand sind, ist auch ein wichtiger Teil des Fachtherapeuten, wie man was es für Interventionsmöglichkeiten gibt, welche Form es gibt, was man beachten muss. Und da finde ich das so schön, dass wir hier, dass der Physiotherapeut eben auch Spezialist wird dafür und dass Dysphagietherapie nicht vorrangig Job des Logopäden ist, der Logopädin, sondern dass alle Therapeuten gleichermaßen das Know-how bekommen, zu wissen, was bedeutet Dysphagietherapie und einfach das versteht und das Verständnis untereinander einfach somit wahrscheinlich auch sehr viel größer wird für die anderen Berufsgruppen und auch bestenfalls Zusammenarbeit. Wichtig ist Fachtherapeuten auch den Block der Beatmung und der Tracheotomie. Da ist es toll, wir hatten den Jakob Potritsch da, der Atmungstherapeut ist, der sehr viel praktisch zeigen konnte, wie Beatmungsgeräte funktionieren, welche Parameter wichtig sind, denn es ist einfach im Therapeutischen, der therapeutischen Arbeit. Und da erzähle ich natürlich auch aus dem eigenen Nähkästchen, wenn man als Therapeut
zum ersten Mal oder so am Anfang ist, in der Außerklinik zu arbeiten, dann ist das nicht das, was man in der Ausbildung gelernt hat. Wie ein Beatmungsgerät funktioniert, wie ein Absauggerät funktioniert, das ist alles etwas, was man learning by doing, beziehungsweise was man vor Ort lernt, was man in einer Fortbildung vielleicht lernt, in einer Einweisung lernt. Aber letztlich sind das immer nur bruchhaft Stücke. Und die Beobachtung ist, dass viele doch recht unsicher sind und manchmal nicht wissen, was funktioniert wie, und da auch einen riesen, ja, riesen Abstand nehmen und sich weniger trauen, weil das ist ein Gerät und ich kenne das Gerät nicht. Und das, wenn ich die Grundlagen schaffe für die Kollegen aus der Therapie, dass sie verstehen, wie ein Beatmungsgerät funktioniert im Groben und worauf zu achten ist, dann nimmt das auch wieder so ein bisschen diese, wie ich es am Anfang sagte, Berührungsangst zu arbeiten. Und das ist etwas, was uns tagtäglich in der Ausbildung begegnet als Therapeut, wenn wir dort arbeiten. Wir müssen mal an das Gerät, wir müssen mal einen Alarm ausmachen, denn wenn wir wirklich arbeiten, dann passiert auch wirklich was. Und es gibt einfach mehr Sicherheit, wenn die Kollegen aus der Therapie einfach darüber mehr Bescheid wissen und da den gleichen Wissensstand haben. Es geht weiter, das war auch ein Block, und zwar die Gesprächsführung im Allgemeinen, Kommunikation als ja auch wichtiger Bestandteil in der Arbeit, und das ist ja nicht nur in der Therapie so, sondern auch in der Pflege und im medizinischen Sektor generell, aber da geht es wirklich darum, die Besonderheiten der Kommunikation mit Angehörigen, mit Kollegen aus der Pflege und Ärzten. Was ist da die Besonderheit? Was ist da wichtig? Kommunikation mit dem Patienten, Kommunikation mit Menschen, die beatmet sind. Das ist im Prinzip so allumfassend ein wichtiges Thema auch, zu lernen, welche Strategien gibt es, welche Probleme gibt es auch und wie begegnet man diesen. Dann ist noch ein wesentlicher Punkt die psychischen Anforderungen bei Menschen in der Beatmung oder in der Außerklinik. Dieser Teil umfasst vor allen Dingen auch die Interventionsmöglichkeiten im Rahmen der Therapie, nämlich ganz klassisch, was für Probleme gibt es? Es gibt ja nicht nur die rein körperlichen, die wir sehen, sondern auch psychischen Probleme, die meistens so ein bisschen hinten rüberfallen, und dann konkret auch Handlungsmöglichkeiten im Therapiesetting, das wird dort thematisiert. Ein auch wichtiger Punkt, den habe ich ja auch noch hingeschrieben, ist der Umgang mit körperlichen Belastungen, die man als Therapeutin hat, wenn man am Patienten steht, wenn man wirklich arbeitet, wenn man sie mobilisiert, wenn man im ganzen Handling ist und Positionieren, was kann man machen, um möglichst ergonomisch zu arbeiten, wie kann man Menschen mobilisieren, ohne sich selbst zu schädigen, das ist dort Thema. Und das war eine Veranstaltung, das war im letzten Block, jetzt im November, und was wirklich toll war, wir konnten diese Veranstaltung nicht präsent machen. Wir konnten sie wirklich nur digital anbieten, weil da gerade wieder die Pandemie aufblühte, und der Kollege, der Physiotherapeut, ist von Beruf aus oder von Haus aus, der hat wirklich den Laptop hingestellt, seine Matte ausgerollt und wirklich Dinge gezeigt vor der Kamera und vorgemacht und war ständig in Action. Ich war ganz baff und überrascht, dass sowas auch digital geht. Also natürlich wäre es schöner gewesen, es als Präsenzveranstaltung zu machen, aber es ging auch echt im digitalen Format, und man sah den ständig auf den Boden springen und wieder zum Laptop zurück. Es war herrlich. Und aber es ist, um nochmal zurückzukommen, es ist und wird auch weiterhin ein wesentlicher Bestandteil sein, zu lernen, wie man jemanden mobilisieren kann. Denn häufig ist es so, dass viele Kollegen da auch Schwierigkeiten haben, sich zu überwinden, einen Menschen überhaupt aus diesem Status
im Bett liegen, rauszuholen. Häufig behandeln, also ist jetzt, alles, was ich sage, ist etwas überspitzt. Also wenn jetzt jemand hier sitzt und sagt, stimmt doch gar nicht. Ich meine, es ist ein bisschen überspitzt, aber viele Patienten werden im Sitzbett behandelt dann, weil man sich jetzt doch nicht traut, denjenigen mal umzusetzen, an die Bettkante zu setzen, auf einen Stuhl zu setzen. Da gibt es vielerlei Probleme, dass man sich das nicht zutraut oder dass man keine Hilfe hat vor Ort. Also es gibt verschiedene Probleme, die man als Therapeut hat, wenn man alleine in so einem Raum steht von seinem Patienten. Aber die große Hoffnung besteht einfach, da mehr zu mobilisieren oder mehr zu aktiv, also die Leute mehr zu aktivieren und zu ermutigen, dass sie sich trauen, wenn sie wissen, wie es geht und wie sie sich verhalten können, ohne sich selbst zu schädigen und sich Rückenschmerzen zuzulegen, sich mehr trauen, die Leute mal rauszuholen. Das ist so ein, das ist so mein Riesenanliegen selbst, weil ich das viele Jahre gesehen habe und man denke, es muss nicht sein. Die Leute liegen häufig so lange dort und dann kommt ein Therapeut und sie liegen wieder. Und es ist ja schade. Und es ist eine große Chance eigentlich, über diesen Fachtherapeuten, über diese Weiterbildung, die Leute wirklich, den Leuten wirklich zu zeigen, wie einfach es sein kann, wenn man weiß, wie es geht. Und das haben wir bei den Präsenzveranstaltungen gemerkt, dass die Leute diesen Aha-Effekt hatten und wirklich überrascht waren, dass vieles doch eigentlich, wenn man den Weg dorthin weiß, funktionieren kann. Auch alleine, ne? Wenn man alleine am Bett steht. Insgesamt ist der Fachtherapeut auf 140 Einheiten aufgeteilt. Eine Einheit wird mit 45 Minuten gerechnet und ist in 4 Blöcke eingeteilt gewesen jetzt in diesem Jahr. Wir hatten im Mai den ersten Block mit 4 Tagen und im November jetzt vor einigen Wochen den vierten und letzten Block. Das beinhaltet diese 16 Tage, 2 Tage Prüfung. Die Prüfung besteht einmal aus einer schriftlichen, einer mündlichen und einer praktischen. Wir haben es dieses Jahr nicht so geschafft wie geplant. Wir mussten es digital stattfinden lassen und haben eine schriftliche und eine mündliche Prüfung abgenommen. Und praktisch war es insofern, als dass wir ein Fallbeispiel gegeben haben und die Teilnehmerinnen im Rahmen dieses Fallbeispiels Fragen bekommen haben und etwas präsentieren mussten und sich Gedanken machen mussten. Und das konnten wir Gott sei Dank so kurzfristig umplanen, dass wir diesen Kurs jetzt vor etwas vor 3 Wochen erfolgreich beenden konnten. Und im Schnitt muss ich sagen, wir hatten den von den 4 Blöcken tatsächlich auch nur einen Präsenzblock. Das war Gott sei Dank auch die Veranstaltungen, die auch wirklich praktisch waren und die man auch hätte nicht digital veranstalten können. Da sind wir wirklich froh, dass es genau in die Zeit fiel, wo Corona es zugelassen hat, dass man sich unter allen Hygieneauflagen treffen konnte. Und ich muss sagen, also so im Grunde genommen, ich habe es gerade schon erwähnt, bevor die Veranstaltung hier losgegangen ist, es ist spannend gewesen, welche Möglichkeiten wir trotz der kurzfristigen Umplanung hatten. Wir haben in diesem digitalen Format es geschafft, neben dem Webinarvortrag, das waren meistens mehrere Stunden, das war schon echt anstrengend, aber wir haben es geschafft, auch digitale Sprechstunden zu machen, sodass man sogar Gruppenarbeiten machen konnte.
Als Beispiel, das hatte ich in meiner Veranstaltung, dass ich den Kurs eingeteilt habe in Gruppen, dass die Leute möglichst interdisziplinär sich zusammenfanden, also Logo, Ergo, Physio, und Fallbeispiele erarbeitet haben. Und es wurde hinterher eine richtige Supervision raus, als wir das dann besprochen haben im Plenum. Und das war ganz spannend, dass das ging und dass wir trotz dieser Einschränkungen diesen Kurs nicht präsent machen zu können, so viel Praxis doch digital umsetzen konnten und doch viele Teilnehmer dankbar waren, dass sie eben nicht viermal nach Kerpen oder Köln fahren mussten, sondern dass sie wirklich vieles von zu Hause aus machen können. In dieser Zeit sicherlich auch für viele Praxisinhaber auch gut, weil eben dann nicht so viele freie Tage für geopfert werden mussten und das wirtschaftlicher war. Unser großer Wunsch ist es, Anfang nächsten Jahres den zweiten Kurs anzubieten. Der wird dann nicht mehr von der DIGAP stattfinden, sondern von der Virego-Akademie. Und wir sind gerade dabei, das Ganze in trockene Tücher zu legen, dass wir weitermachen können, weil einfach die Nachfrage da ist und einfach das eine ganz wunderbare Möglichkeit ist, endlich mal eine Weiterbildung zu schaffen, die für alle Therapeutinnen ist und alle mal auf einen Stand bringt, der gleich ist und nicht mehr dieses Gestückelte. Und ich kann es nur bewerben. Also es ist wirklich eine tolle Möglichkeit. Und wer Fragen hat, kann sich da sehr, sehr gerne an mich auch wenden. Die Maria hat meine E-Mail-Adresse, das darf sie weitergeben. Ich nehme Kontakt auf. Ich würde euch bitten, Hakim und mich mit Fragen zu löchern. Das ist ja noch nicht am Ende. Ich bin ja recht flott, merke ich gerade. Es wäre schön, wenn wir ins Gespräch kommen. Ich würde nämlich die Präsentation. Ja, schreibst du deine E-Mail-Adresse bitte in den Chat für alle? Ach, das kann ich machen, noch viel einfacher. Weil dann ist das nämlich, dann ist das super, super klasse. Ich wollte dich nicht abwürgen, nur hast du es. Nö, machst du gar nicht. Alles super. Nein, ich hätte jetzt gesagt, ich würde nämlich jetzt das Fenster schließen, um nämlich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen wieder zu sehen, weil ich muss gerade wieder lachen. Ich gucke nämlich auf meine PowerPoint-Präsentation und sehe niemanden. Und ich habe gerade noch die Anekdote erzählt, als der Fachtherapeut lief, saß ich zu Hause und auch wieder mit einer PowerPoint-Präsentation vor mir und habe sehr ernst referiert und gestikuliert. Und meine Tochter, 5 Jahre, kam zur Tür herein, schaute mich an und schaute sehr vorsichtig auf meinen Computer, guckte mich noch entgeisterter an und sagte: Mama, mit wem sprichst du da? Und das besonderen Momente in dieser Corona-Zeit und im Fachtherapeut. Deswegen freue ich mich mal nicht, diese PowerPoint-Präsentation zu sehen, sondern vielmehr euch. Ich hab sie dir schon ausgemacht. Habe ich gesehen, super aber nett, danke. Ich fand deine Anekdote mit dem Staubsauger-Roboter auch nicht schlecht. Ja. Mein Mann hat auch irgendwann mal angefangen, die Terrasse abzukärchern. Da habe ich, glaube ich, auch nur gesagt, Moment, ich muss kurz meinen Mann umbringen, ich bin gleich wieder da. Und zwar so. Man hat lustige Momente. Also es ist eine ganz neue Situationskomik entstanden, finde ich, mit diesen Webinaren. Und wir werden sicherlich, wenn ich jetzt keine Frage vorweggreife, den nächsten Kurs wahrscheinlich auch digital mit anbieten. Wir wissen nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht. Wir planen es zumindest schon so. Es hat sich gut bewährt, es digital zu machen. Und deswegen werden wir den auch wahrscheinlich sehr schnell weitermachen, den zweiten Kurs, weil es einfach gezeigt hat, jetzt 2020, dass es geht. Und wir haben das noch viel kurzfristiger alles umstellen müssen, können es jetzt viel besser planen und aus den Erfahrungen vom DIGAP-Kurs jetzt
ja, mitnehmen und profitieren natürlich davon. Ja. Also ich bin, bevor Hakim da ergänzen darf und seine Erfahrung mit der Notwendigkeit des Kurses und dem Kurs selbst uns mitzuteilen, ich bin schier begeistert, ja, weil ihr habt was geschaffen, was ja ein echtes Alleinstellungsmerkmal im Angebotsmarkt da draußen bietet. Und das passt so gut rein in die Vita oder in die Viten von Janine und Inga, die ja immer versucht haben, irgendwie auch den außerklinisch intensiv versorgten Menschen trotzdem eine vollumfängliche Therapie und mögliche Rehabilitation angedeihen zu lassen. Und ich ziehe wirklich meinen Hut, finde ich ziemlich, ziemlich genial, was ihr da aufgebaut habt. Auch den Umfang mit 140 Stunden ist ja auch kein Pappenstiel. Sowas zu bauen, sowas zu zertifizieren dann oder zertifizieren zu lassen. Also erstmal großes Kompliment. Ich habe ungefähr noch 700 Fragen auf der Palette, aber vielleicht können wir erstmal an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das weitergeben. Jetzt sehe ich auch Janine mal live, ist auch nett. Und die Inga, ja, ich flippe gleich aus. Also, vielleicht, nachdem ihr jetzt alle versammelt seid, könnt ihr ja auch gerne im Trio oder Quartett Fragen beantworten. Wer möchte loslegen? Ja, das bin ich so gewohnt, dass das immer ein bisschen dauert. Ich hätte mal natürlich eine Frage, was kostet denn so ein Kurs, wenn man den machen möchte als Therapeutin oder Therapeut? Hallo? Die Julia hat gleich vor Schreck den Stecker gezogen, oder? Lachen. Ich wollte gerade den Flyer raussuchen, bin super vorbereitet. Der Kurs hat jetzt von der DIGAP 1.450 Euro gekostet und es darf mir jeder reingerätschen, der was anderes behauptet. Genau. Also 10 Euro pro Unterrichtsstunde. Ja. Ich wollte die Julia eben nicht, ich wollte dir den Vortritt lassen, ist dein Vortrag. Aber ich, wichtig dabei zu sagen ist, dass das mit Bildungschecks sich nochmal deutlich reduziert, der Preis. Das ist vielen Leuten nicht bewusst, aber das haben wir bei diesem DIGAP-Kurs tatsächlich, also selbst über die DIGAP hervorragend hinbekommen. Und das ist, finde ich, immer ein wichtiger Hinweis nochmal, weil es ja natürlich ein großer Kurs, eine große Summe, aber die lässt sich reduzieren. Ja, es sind aber auch 140 Stunden. Ist ja auch schon ein bisschen Leistung dahinter. Und dann die ganze Orga, wenn du das dann noch alles webbasiert digital machen musst, die Maria und ich wissen, von was man da redet. Ich hätte noch eine Frage. Du hattest gesagt, es sind so Blöcke. Ich muss unterbrechen, Christoph. Das Ganze unterscheidet sich noch so ein bisschen, ob das Ganze online stattfindet, dann ist er ein bisschen günstiger, oder ob es in kompletter Präsenzphase stattfindet, dann wird er ein bisschen teurer. Also diese 1.400 Euro war jetzt inklusive Corona-Online-Bonus sozusagen. Wenn der komplett im Präsenzseminar stattfindet, sind wir, glaube ich, bei 1.950, wenn ich mich jetzt nicht um 50 Euro hier hoch oder runter vertue. Aber er wird dann ein bisschen teurer, weil weniger Selbstarbeitsleistung drin ist. Ja, und weil das Catering natürlich dann auch zu machen ist. Das Catering, der Raum, die Hotels, der Referenten etc. Genau, das macht es einfach natürlich wieder teurer, ne? Okay. Und es ist immer als Blöcke gedacht, diese Theorie-Teil. Sind das dann drei, vier, fünf Tage am Stück, oder? Genau, es sind 4x4 Tage. So hatten wir es gemacht. Wir hatten die Tage Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und das zusammenhängend und das war auch ganz, ganz gut. Das hat sich auch nie verändert. Ne? Und wir hatten im Rhythmus immer alle 2 Monate. Das hieß, wir haben im Mai gestartet und dann im Juli wieder und September und dann November dann das Abschlusswochenende. Okay. Hakim, kannst du uns mal, damit du jetzt nicht das Gefühl hast, jetzt unterhalten wir uns nur ohne dich. Ich weiß, dass du das Gefühl normalerweise nicht kriegst, aber könntest du mal die Perspektive, und ich meine, jetzt bist du ja gerade
dabei, nicht seit kurzem, sondern seit längerem, eben diesen außerklinischen Markt zu erobern und zu sehen, was da auch gerade nicht nur pflegerisch vielleicht ein Nachholbedarf ist, sondern eben gerade auch in dem Zusammenspiel als behandelnder Arzt mit den Therapeutinnen und Therapeuten? Nein, also sehr gerne, fühle mich auch überhaupt nicht benachteiligt. Im Gegenteil, freue mich sogar, wenn nachher der ein oder andere sozusagen, der mit teilnimmt, sich sogar vielleicht auch traut, sich zu outen, welcher Fachtherapeutengruppe er oder sie angehört. Denn ich kann nur aus der Klinik heraus ja nochmal schildern, professionelle Therapeuten zu finden, egal ob Physio, Ergo oder Logo, die sich an Menschen trauen, die so hochtechnologisiert leben mit Luftröhrenschnitt etc., das sind die goldenen Nadeln im Heuhaufen. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Und wir können in unserer Region ja wirklich von dem professionellen Zentrum letztlich sprechen, was uns ja auch wirklich schon sehr, sehr lange letztlich auch hier begleitet. Aber auch natürlich sind da auch persönliche Freundschaften auch über die Jahre entstanden. Und so war das tatsächlich auch, als man mich gefragt hatte, hey, kannst du dir vorstellen und so weiter, habe ich gesagt, sicherlich gerne. Und als ich dann das gesehen habe, welches Publikum, hat es mich nochmal gefreut, weil sonst bin ich ja eher junge Assistenzärzte oder aber Pflegekräfte, Altenpfleger etc. Und ich darf ja ruhig sagen, bin auch verheiratet mit einer Physiotherapeutin tatsächlich, die im Prinzip auch einen neurologischen Schwerpunkt hat, damals in Köln noch in der Reha Nova, auch mit Bobart etc. Da hat man sich auch schon immer wieder ausgetauscht und habe damals ja schon gesagt, hey, wo sind denn die aus eurer Zunft, die gerne sich daran trauen würden? Und habe mich dann auch wirklich auf die Teilnehmer gefreut und das sprudelte regelrecht aus denen heraus. Und das war auch für mich ein neues Erlebnis. Hört sich jetzt blöd an, aber Menschen, die auch nochmal ganz anders professionalisiert sind, auch was so Hintergrundwissen anbelangt, die aber sehr hungrig und sehr durstig waren, mal wirklich Bilder von den Menschen oder auch Anleitungen zu erhalten und auch hands-on letztlich zu erhalten, wie man mit diesen Menschen letztlich auch umgeht. Und der Bedarf brauchen wir gar nicht diskutieren. Im Kurs selber habe ich einfach mal an die Wand geworfen, nochmal die aktuelle S2K-Wienig-Leitlinie. Und dann haben wir gemeinsam mal gegoogelt, wie häufig der Begriff Physiotherapeut, / Physiotherapie letztlich auftaucht. Das sind, ich will mal sagen, letztlich knapp über 12 Treffer gewesen. Es gibt ein Kapitel, das ist das Kapitel 5.2, was sich zwei Seiten tatsächlich sogar mit dem Stellenwert der Physiotherapie im Weaning beschäftigt. Sonst findest du eigentlich nichts. Ergotherapie noch viel schrecklicher, 6 Treffer. Das steht eher unter, was braucht ein Weaning-Zentrum? Ferner liefen Ergotherapeuten. Logopäden, 2 Treffer mehr, nämlich 8 Treffer auf 6 Seiten. Und da steht zumindest dann drin, Sprechen und Schlucken hat einen zentralen Stellenwert, auch in der personellen Ausstattung eines Weaning-Zentrums. Und das war's. Und wen wundert es das, wenn man jetzt das IPREC nimmt und diese Begriffe eingibt und mal schaut, wo sie aufploppen? Nämlich genau genommen auf Seite 2 ganz kurz. Das ist jetzt neue Formen der Zusammenarbeit benötigt mit Ärzten, Therapeuten, Klammer auf, Physio-Ergologe, Klammer zu. Und auf Seite 50, dass man letztlich neue Konzepte direkt fördern sollte, neue ärztliche, therapeutische und pflegerische Konzepte. Aber ansonsten null, nichts. Und ich habe ja auch gesehen, wie es die Therapeuten teilweise in Arbeitskreisen schwierig haben, die dann versuchen, irgendwelchen Krankenkassen klarzumachen, dass es nicht ohne geht. Und mein Lieblingsspruch ist eigentlich in den Wohngruppen, Sie brauchen mich gar nicht, Herr XY oder Frau XY. Ich bin gerne für Sie da im Hintergrund. Wen Sie brauchen, sind die Therapeuten, die dann kommen zu Ihnen, idealerweise täglich, idealerweise intensiv, idealerweise mit einem vernünftigen Konzept. Also zu deiner Frage, der Stellenwert ist sehr hoch. Wir sind aber noch lange nicht so weit, diese Aufmerksamkeit in der Politik geschaffen zu haben. Es hat mich auf jeden Fall, es hat mir Spaß gemacht, es hat mich auch gefreut und bin ja auch ein Fan von See One, Do One, Teach One. Das heißt, das
kam auch gut an. Es ist einfach sehen und selber machen unter Anleitung und dann selber laufen und schwimmen. Das fehlt uns in Deutschland so ein wenig, auch die deutschen jungen Medizinstudenten, die hatten damals eher den Ruf, ach, ihr wisst zwar alles, aber ihr wisst nicht, wann ihr was machen müsst. Und da hatten die recht, weil der junge Engländer, die junge Französin, wie auch immer, in der Notaufnahme, die wissen zwar nicht immer, warum sie etwas machen, aber sie wissen, wann etwas zu machen ist. Und nach diesem Prinzip sind wir dann auch ran, keine Angst haben. Klar ist da ein Luftröhrenschnitt, eine direkte Verbindung. Klar kann man auch direkt in den Hals und in die Luftröhre reinschauen, aber bitte keine Berührungsängste. Und das Schöne ist, dass ich die Menschen dann teilweise in den Wohngemeinschaften auch wieder gesehen habe. Und das passt dann einfach jetzt in unserer Region, die da wirklich auch gesegnet, in Anführungszeichen, ist oder zumindest besser dran ist als andere Regionen. Das macht dann schon Spaß, Menschen zu haben, die du dann auch das wirklich in die Hände geben kannst, vor allem im Notfall, dass die dann wissen, hey, jetzt wird einer blau und nicht Hilfe, Hilfe, Hilfe auch, ja, am liebsten auch noch Feuer, damit auch wirklich jemand kommt, ja, und dann aber auch wirklich sich traut, da etwas zu machen, ne? Hakim, wenn du unterrichtest ja in allen Bereichen, also du machst ja die Kurse, Basisexperten. Jetzt hast du diesen Kurs begleitet für die FachtherapeutInnen. Wie ist deine Wahrnehmung an den Möglichkeiten? Ich meine, das sind ja Themen, mit denen, sag ich mal, die meisten überhaupt noch nicht oder sehr wenig in Berührung gekommen sind. So, jetzt machen sie sich auf den Weg. Mit einer gewissen Portion natürlich auch Respekt, vielleicht auch leichten Ängsten, jetzt an Tracheostomie, Beatmung, all diese Themen sind ja jetzt nicht trivial. Wie ist da deine Wahrnehmung und deine Rückmeldung in den Möglichkeiten, Ressourcen in dieser, Personengruppe der Therapeutinnen und Therapeuten zu heben, um eben das Loch zu stopfen, was wir ja zum Thema Weaning außerklinisch reden wir dann gleich noch stopfen müssen. Eine delikate Frage. Also, die Logopädinnen aus dem Kurs, klar, keine Frage, das war natürlich auch jetzt ein Kurs, die eine gewisse Erfahrung auch mitbringen und die hatten definitiv Tracheostoma-Erfahrung. Punkt. Da braucht man gar nicht, also Ergotherapeutin auch wieder nominell am geringsten sozusagen. Die sind wirklich wahrscheinlich die, was ist wertvoller als Gold? Weiß ich gar nicht. Platin, glaube ich. Ne? Mhm. Das ist ja die Platin-Heuhaufennadel. Ja? Aber von den Physios muss man sagen, waren die Berührungsängste vor allem, wenn das eher so Richtung Skelettsystem, Muskulatur ist ja sonst der klassische Physio, will ich mal sagen. Der hat ja sonst eher die Rückenschmerzen, das Knie, die Hüfte, wie auch immer. Da merkt man schon, wie du sagtest, Respekt kombiniert mit Angst, Sorge, Unsicherheit. Da würde man, glaube ich, länger brauchen, um das Potenzial, was du angesprochen hast, zu heben. Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, neben der Erfahrung, der Expertise, die man aus dem Kurs mitnimmt, plus dem, was man selber hat, ist noch eine unglaubliche Live-on-Campus-Erfahrung notwendig, die man im Prinzip sammeln muss, dass man halt immer wieder vor Ort die Ängste überwindet, um ranzugehen, um dann wirklich auch sich an ein Tracheostoma zu trauen, auch Menschen zu mobilisieren, wo ein Schlauch dran hängt und der Schlauch löst sich plötzlich, keine Panik, einfach Schlauch nehmen, wieder draufsetzen. Da sehe ich, das ist deshalb die delikate Frage. Wir müssen nochmal gucken, wie kriegt man diese Menschen nochmal in der Praxis supervidiert, aufgefangen, vielleicht auch gemeinsame Teams, zum Beispiel Logophysio als Beispiel, ne? Irgendwie, dass dann ein etwas erfahrener, ein Senior, einen Junior, nicht vom Alter her, aber du weißt, was ich meine. Ja. Aber ansonsten kann ja auch gerne Janine oder Inga auch noch mal dazu was beitragen. Ne? Erstmal danke ich dir, lieber Hakim. Ich bin Platin. Ja, weil du beides bist. Ne? Ich bin beides. Gold und Platin. Ja, also ich...
du sprichst mir aus dem Herzen, das muss ich dir, glaube ich, nicht sagen, mit all dem, was sowohl an Forderungen noch da ist, die wir, glaube ich, erfüllen müssen, an Bedarfen, die wir noch decken müssen. Ich glaube, es ist halt, wir haben das Problem dessen, was uns tatsächlich in der Realität begegnet und den Wünschen, die wir irgendwie haben. Wir müssen so irgendwo diese Schnittmenge bringen. Wenn du jetzt sagst, dass wir, wie hast du es formuliert, on campus, ne? Dass man so ein bisschen seine Expertise, wir haben im Rahmen der DIGAP eben auch darüber diskutiert, sind Praktika sinnvoll innerhalb dieser Ausbildung, ja oder nein, so wie es weil der Fachtherapeut ja auch ein wenig angelehnt ist an den Basiskurs der DIGAP oder Pflegeexperten in dem Bereich. Und da sind natürlich die Praktika ja ein großer, großer Bestandteil. Wir haben uns aber tatsächlich dagegen entschieden, einfach aus dem Grund heraus, dass wir bis dato die Erfahrung gemacht haben, dass die Leute, die sich für diesen Fachtherapeuten anmelden, in diesem Bereich auch schon arbeiten. Also wir haben nicht, dass Leute gerade in der Pädiatrie tätig sind und sich dann überlegen, ach, außer Klinik klingt auch ganz spannend, ich mache jetzt mal die Fortbildung und dann fange ich danach dann da an zu arbeiten, sondern die Leute sind eigentlich tatsächlich in diesem Feld schon tätig und haben einfach das Problem, dass ihnen das Handwerkszeug ganz häufig dazu fehlt. Und das ist dann die Intention, warum sie sich für diesen Kurs mit anmelden, sodass wir eigentlich davon überzeugt sind, dass sich das eigentlich schön verwebt. Also die Theorie, die sie eben lernen im Kurs mit ihrem praktischen Alltag und deshalb auch diese Blöcke, weil sie quasi das Gelernte dann sofort konkret in ihrem Alltag am nächsten Montag umsetzen können. Ja, ich würde das gerne nochmal ergänzen, denn das hatte ich gerade schon mal so angerissen. Ich hatte die Möglichkeit, digital eine Sprechstunde zu machen. Und da haben wir zum Beispiel konkrete Fallbeispiele besprochen. Das heißt, der Kurs macht es möglich, dass wir auch eine gewisse Supervisionsarbeit leisten können. Das heißt, gerade weil wir als Therapeutinnen auch als Dozenten dort tätig sind, können wir konkret Patienten besprechen und das Angebot wurde wirklich auch angenommen. Das heißt, in dem Moment, wo wirklich konkrete Beispiele aus der eigenen Praxis kamen von den Teilnehmerinnen, haben die anderen auch wieder so viel mitgenommen und das alleine ist schon ein Riesenfortschritt, wenn sich diese, und das müssen wir sagen, es ist einfach eine Nische in dem therapeutischen Arbeitsfeld. Es gibt nicht sehr viele Therapeutinnen, die in dem Bereich arbeiten und es gibt noch weniger, die sich da fort- und weiterbilden können. Und diese Gruppe zu finden, die von Hamburg bis nach Recklinghausen, wie auch immer, in so einem Kurs statt sich treffen, das ist schon enorm, das ist schon super und der Austausch da ist schon auch praktisch genug, um darauf zurückzukommen. Die Leute haben alle, jeder kommt mit einem Patienten mindestens in petto und jeder hat einen Patienten mindestens, wo er sagt, Herr XY hier, da habe ich ein Problem und da sind wir schon einen Riesenschritt weiter. Also es ist, ja, natürlich muss vieles geübt werden, trainiert werden, eine Einstellung sich entwickeln, Berührungsängste abzulegen. Wenn ich eine Berührungsangst habe, dann werde ich die von heute auf morgen nicht ablegen, jemanden einfach mal schwuppdiwupp auf die Bettkante zu setzen. Aber es ist eine super Grundlage und gerade in so einem Kurs, wo auch man eine gewisse Gruppendynamik hat, da einfach mehr Mut zu bekommen und einen Grundstock zu bekommen. Naja, und aus dem Stand 11 Teilnehmer für den ersten Kurs ist ja jetzt auch nicht wenig, um nicht zu sagen, ist sogar ziemlich viel, finde ich. Wenn ihr jetzt, sage ich jetzt mal, das trägt sich nach außen und ich meine, es war der erste Kurs. Wenn ihr dann irgendwie bei Kurs 270 angekommen seid und bundesweit eure Akademien habt, dann kriegen wir auch das außerklinische Weaning, was ja laut DIGAP obsolet ist, dann kriegen wir das vielleicht auch irgendwann hin. Und damit, Hakim, habe ich dich schon wieder angeteasert. Jetzt haben wir ja heute in dem Talk, wollen wir natürlich auch nicht das IPREG so völlig unberührt lassen. Und wenn wir das lesen und die Bitte und der Wunsch, dass wir viel mehr noch der möglichen Weaning-Patienten auch wirklich entwöhnen, dann werden wir ja nicht umhin kommen, neben den vielen Therapeutinnen und Therapeuten, die wir dafür brauchen,
auch einen Weg zu finden, das außerklinisch in irgendeiner Form auch machbar zu machen. Außer wir schaffen es in den nächsten 11 Monaten nochmal 100 Screening-Zentren aus dem Boden zu stampfen. Aber sehe ich jetzt nicht so direkt. Nein, die werden wir auch nicht brauchen, ganz ehrlich. Obwohl auch da gibt es natürlich pekuniäre Interessen, wenn jetzt nämlich das Weaning, die Entwöhnung von der Beatmung, jetzt noch nicht die Dekanylierung, wieder besser vergütet werden sollen, was der Plan ist, dann kannst du wirklich davon ausgehen, dass sogar auch kleinere Häuser sich dann überlegen, wieder irgendeinen Pneumologen sich einzustellen, irgendein Fachpersonal und sich dann auf die Fahne schreiben, wir weanen. Und genau da sehe ich die Gefahr. Aber du hast recht, ich finde ja immer, außerklinisches Weaning ist nicht obsolet, sondern Realität, ist eigentlich einer meiner Lieblingssprüche, weil wie viele Menschen betreuen wir da draußen, die auch sagen, nee, heute möchte ich aber nicht die Beatmung haben und heute möchte ich mal was essen. Und das ist so das Spannungsfeld, so dass ich natürlich dein Statement auch mit aufgreife. Wir brauchen diese Therapeuten, definitiv, teilweise mehr als die ärztliche Versorgung, aber nur in Kombination. Wir brauchen sowohl Physio als auch Logo, als auch Ergo. Und da sehe ich durch diesen Kurs eigentlich die Chance, und das habe ich in der Klinik ja live auch erlebt, wenn die Logopädin dann doch spontan abgesagt hat, dass dann trotzdem zum Beispiel eine Physiotherapeutin geschickt wurde. Und die haben wir dann auch rangeführt an diese Menschen und sagt, hey, auch wenn jetzt ne, vielleicht die Schwester nicht kann, der Arzt oder wie auch immer, traut euch, wir sind ja auch mit auf dem Flur, trotzdem bitte auf die Bettkante, trotzdem Atemübungen, trotzdem mobilisieren. Und das, was er da hat, das ist stabil, das fällt nicht in sich zusammen. Und wenn der Aufsatz mal beim Husten einfach mal wegfliegt, ja, das Sprechventil oder die feuchte Nase oder wie auch immer, entweder ruhig Bescheid geben oder ruhig selber eine Frische nehmen und wieder draufsetzen. Und ich glaube, da habe ich so empfunden, dass die Menschen, die auch an dem Kurs teilgenommen haben, genau das auch hören und sehen wollten und am liebsten auch darin begleitet werden wollen. Und wie Julia so schön sagte, eine Art Werkzeugkiste mitzubekommen, wo sie sich dann in den einzelnen Fällen das dann herausziehen. Also insofern, ja, wie du sagtest, erster Kurs, das heißt, wir werden noch Erfahrungen sammeln und freue mich auch, wenn es dann weitere, dann auch Interessenten oder vielleicht auch den ein oder anderen Therapeuten sogar vielleicht in unserer Runde jetzt hier gibt, die vielleicht auch sagen, hey, Erfahrung gut, nicht gut, wie da die Realität ist. Ne? Ob Physios gerade mit dabei sind oder zuhören, das wäre schon spannend. Oder sind wir eher wieder in unserer Fachtherapeutenwelt und reden uns das Leben schön. Ich weiß nicht, wieso die Stimmen sind. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, da saugen gerade einige ganz interessiert dieses neue Format auf. Wir haben auch noch eine Frage aus dem Chat, die würde ich gerne an euch reingeben. Und zwar, ob ihr noch mal darstellen könnt, welche Dozenten mit welchem Hintergrund dabei sind, also wie die Fachbereiche abgedeckt sind. Das kommt hier aus dem Chat als Frage. Wir haben im letzten Kurs hatten wir Dozenten aus dem Bereich der Pflege, der Medizin und aller Therapierichtungen. Konkret waren das einmal der Hakim Bayarasu, der uns als Arzt eine wichtige Veranstaltung übernommen hat. Dann hatten wir jemand aus der Pflegepädagogik da, Marcello Chiaratino, der den Bereich der Kommunikation gemacht hat. Dann waren einige Dozenten aus dem Bereich Ergotherapie, der Platin-Runde, der Ergotherapie, der Physiotherapie und der Logopädie. Frau Dr. Monika Rausch war oder ist diplomierte oder ist Akademikerin, Sprachtherapeut, Sie ist Sprachtherapeutin, Lehr- und Forschungslogopädin, genau, die sehr, sehr viele Jahre in der Lehre gearbeitet hat und da einen ganz wichtigen Beitrag geleistet hat, weil sie beides verknüpft hat. Einmal ihre Lehrtätigkeit in ihrer Professur, die sie hatte an der Fachhochschule und der Logopädie. Und
Genau, Inga und Janine als auch Vertreter der Heilmittelbranche, der Heilmittelerbringung, Ergo und Physio. Das heißt, wir haben die Atmungstherapeuten, wir haben Jakob Kottrich, hatte ich ja gerade schon erwähnt, mit an Bord, der uns ganz viel über die Beatmungstechnik gezeigt hat anhand seiner seine Simulationsgeräte mitgebracht, sodass man wirklich vor Ort die Dinge ausprobieren konnte und wirklich ja, testen durfte und anfassen konnte als Atmungstherapeut. Das heißt, alle Themen, die abgedeckt werden, werden auch von den entsprechenden Bereichen doziert oder referiert. Also wir haben wirklich die komplexe Bandbreite von Medizin, Pflege und Heilmittelerbringung, die diese Themen im Prinzip näher bringen. Super. Hier nochmal die Frage an unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie finden ja quasi hier fast 50% der Dozentinnen und Dozenten auch nochmal live im Talk. Also wenn Sie Fragen haben, dann bitte nur zu per Chat oder da kommt doch jemand aus der Mitte. Frau Weinert, Sie müssen das Mikro laut machen, bitte. Das habe ich schon. Ich danke erstmal für die Darstellung der Referenten, der neuen Weiterbildung, die Sie anbieten. Ich habe tatsächlich eine inhaltliche Frage, bin ja über 20 Jahre schon im außerklinischen Bereich tätig, Gründerin und Leiterin vom Kölner Dysphagiezentrum. Das Arbeitsfeld ist mir hoch vertraut. Frau Rohling, Sie stellten dar, dass Sie mit einem evidenzbasierten Therapiekonzept arbeiten, beziehungsweise das in der Weiterbildung auch geübt wird oder dargestellt wird und aneinander ausprobiert wird. Was ist das für ein Therapiekonzept? Ich überlege fast, ob ich den Ball, vielen Dank für Ihre Frage, ich finde es toll und das ist eine wichtige Frage. Ich überlege, ob ich es direkt weiterreiche an Frau Ehlers und Frau Brambring, die dieses Konzept begründet haben. Ich finde, das, glaube ich, ein schönerer Schachzug. Es ist das Virego-Konzept, so heißt das Konzept. Es wäre vermessen und ich würde dem, glaube ich, nicht gerecht werden. Ich würde es sehr gerne weiterspielen an Frau Ehlers, sie lacht schon, wenn ich darf. Darf ich? Wäre es nicht vermessen, alles gut. Also ich glaube, das Wichtige ist, was Inga und ich immer am Anfang sagen, wir haben den Ball nicht neu erfunden, das Rad nicht neu erfunden, ja schön, geht schon los, sondern das ist mir immer wichtig am Anfang zu sagen, das, was das Virego-Konzept ausmacht und vielleicht unterscheidet von anderen Konzepten im außerklinischen Setting, ist der gedankliche Paradigmenwechsel, der uns dabei so wichtig ist. Und wenn wir davon sprechen, so wie die Julia das gerade gesagt hat, dass Virego ein evidenzbasiertes Konzept ist, dann basiert es nicht darauf, dass wir gesagt haben, okay, wir haben die und die Kochrezepte, die wir in Virego umsetzen und die haben wir in den und den Studien überprüft, sondern dadurch, dass wir eben versuchen, diesen Paradigmenwechsel bei den Therapeuten, diesen gedanklichen Paradigmenwechsel zu triggern und anzuregen, nutzen wir evidenzbasierte Konzepte, wie zum Beispiel aus der neurologischen Rehabilitation, also moderne neurologische Therapiekonzepte, die ganz klar evidenzbasiert sind, und integrieren die in die außerklinische Intensivversorgung. Nämlich genau das, was wir eben auch immer wieder gesagt haben, dass wir versuchen, die Leute nicht nur im Sitzbett zu behandeln, sondern eben das, was es an bestehenden Konzepten geht, auch auf diese Patienten zu übertragen. Und das ist das, was, also Virego steht für Vertikalisierung, Regulation und Oralisierung. Das sind die drei Säulen, das sind die drei Bausteine. Und das ist einfach die Erfahrung, die wir immer wieder gemacht haben und was wir auch immer wieder im Fachtherapeuten merken, gerade im Bereich der Logopädie, dass die Patienten viel zu häufig nicht aus dem Bett heraus mobilisiert werden, obwohl es machbar wäre. Dazu gibt es ganz, ganz spannende Studien auch, dass tatsächlich Patienten, die laufend aus der Reha-Klinik kommen, durch die Versorgung zu Hause, durch die übervorsorgliche Ehefrau und die Pflege und so weiter quasi wieder bettlägerig gemacht werden. Und wir versuchen, diesen Prozess entgegenzuwirken beziehungsweise wieder umzukehren. Okay, aber dann habe ich das falsch verstanden. Also das ist kein evidenzbasiertes Therapiekonzept, was Sie anbieten, sondern Sie beziehen sich auf das,
was aus der neurologischen, medizinischen Liga sozusagen kommt und evidenzbasiert ist. Denn in unserem therapeutischen Tun gibt es ja kaum etwas, was evidenzbasiert ist. Deswegen war ich gerade etwas irritiert. Genau. Aber dann habe ich es falsch verstanden. Okay. Dankeschön. Gerne. Ja, gibt es weitere Fragen? Außer, dass wir hier, ja, Hakim. Fragen nicht, aber nochmal eine Anmerkung. Ich weiß jetzt nicht, aus welchen Gruppen noch die anderen Teilnehmer letztlich stammen. Es gibt natürlich immer wieder eine Diskussion, um es auch nochmal offen anzusprechen. Klar wurde ich auch dann schon bezüglich der Kompetenzen natürlich auch immer wieder angesprochen etc., wie das aus meiner Sicht ist. Ich finde das immer ganz schwierig, weil ich erlebe das ja jetzt schon in den Arbeitskreisgruppen, wenn es zum Beispiel um das Tracheostoma geht oder um die neurogene Dysphagie, wie dann auch meine Facharztkollegen sich immer gerne um dieses in Anführungszeichen Loch im Hals prügeln, schon fast schon, dass der eine sagt, mein Loch, dein Loch, Hals-Nasen-Ohrenarzt sagt hier und der Neurologe, die Neurogene. Und das wäre auch in diesem Fall ein falscher Ansatz, weil ich sage immer nicht kompetitiv, sondern bitte synergistisch. Und in diesem Falle sehe ich natürlich auch tatsächlich teilweise, das ist auch ganz klar, Logopädinnen dann auch teilweise gibt, die sagen, hey, ist meins jetzt nicht vielleicht so wie in unserer Region, wo wir uns häufig einig sind, weil wir ja die Versorgung dieser Menschen ja wirklich immer mehr professionalisieren wollen. Aber gab auch schon Stimmen, was soll jetzt der Physiotherapeut am Tracheostom oder der Atmungstherapeut? Also das heißt, dieses würde ich versuchen, auch in unserer Runde sind wir uns vielleicht einig, aber nach außen zu tragen. Es geht hier gar nicht um kompetitive Felder, wieder meins, deins. Wir haben so einen Personalmangel, so einen Personalnotstand, dass alle, die sich das zutrauen, auch wirklich weiterkommen wollen und sich dafür interessieren. Dann denke ich, come on, wir haben andere Länder, da gibt es auch ganz viel Assistenzpersonal, was dann den Job für andere macht. Es muss halt nur einer immer im Hintergrund sein, der tatsächlich dann auch das mitträgt, auch die Verantwortung mit übernimmt. Und insofern hoffe ich, dass wir uns auch in diesem Kreise dann einig sind und musste gerade schmunzeln, weil ich hörte Kölner Dysphagie. Endlich sehe ich auch mal die Frau Weinert live, ne? Weil wir sind ja alle quasi, also ich glaube schon, dass wir hier in der Region, gerade Köln-Bonner Raum, wirklich verdammt gut aufgestellt sind und noch besser uns aufstellen können und vielleicht auch so eine Art auch Leuchttürme setzen können für vielleicht auch andere Regionen, wo jetzt das IPREC auch ohne weiteres auch uns vielleicht mal fragen dürfte, weil wir schon sehr gute funktionierende Konzepte haben und betreuen ja fast jetzt schon innerhalb kürzester Zeit 200 Menschen und die Probleme sind immer wieder überall ähnlich und überall sehnt man sich auch nach den Therapeuten, da werde ich auch gefragt, kennen Sie nicht wen und so weiter und so können wir uns ja auch wirklich in einem Netzwerk und damit möchte ich dann auch abschließen, nochmal immer wieder, dass alle, die mich kennen und hören, wissen, ich appelliere an den Netzwerkgedanken, Kompetenznetzwerke. Und wenn ich nicht alles selber kann, habe ich zumindest jemanden, den ich, hey, wie sieht's aus, Christoph, kannst du, ne? Und das ist so die Idee, glaube ich, die wir hier uns wahrscheinlich einig sind. Aber wenn wir da sozusagen noch kleine Blitzlichter setzen könnten, auch nach außen hin, wäre das schon cool, ne? Ja, ich glaube auch, dass du, also ich glaube nicht nur, dass wir uns darüber einig sind, sondern wenn man das IPREC jetzt mal wohlwollend liest, dann ist natürlich der Wunsch schon da, die Interprofessionalität endlich mal in die Außerklinik reinzubringen. Das ist zwar ein bisschen brechstangenmäßig formuliert, aber es ist an uns, und das ist auch mein Appell an diese Runde und auch über diese Runde hinaus, ist natürlich an uns, es auch so zu formulieren, dass diejenigen, die nachher Richtlinien und Leitlinien und whatever da zusammenschreiben müssen, dass sie sagen, okay, ja, wir haben natürlich die Therapeuten in allen Facetten mit auf dem Plan. Wir wissen, was die leisten und leisten müssen. Denn eins ist klar, wenn wir es nicht hinkriegen, wird es vom Schreibtisch aus entschieden. Und das kann nicht gut werden. Nicht etwa, weil vom Schreibtisch alles schlecht wird, sondern weil das, was wir tun, ist ein Job am Bett. Das ist kein Schreibtischjob. Wir haben die Hunderten und Tausenden von Fällen gesehen. Wir haben die Expertise. Und deswegen ist da mein Appell auch an euch, auch nicht nur jetzt mit eurer Fortbildung, sondern überhaupt mit dem, was ihr ja schon
also ich meine, wir kennen uns ja schon Jahrzehnte, dass ihr das auch euch da auch einbringt in diesen Prozess, der ja mitten im Gange ist. Also wir wissen alle, dass das IPREC verabschiedet wurde, dass das IPREC-Gesetz ist. Wir wissen alle, dass der GBA daraus eine Richtlinie HKP intensiv machen muss, nicht will, sondern muss. Und deswegen auch in deiner Rolle, Janine, und deswegen finde ich das auch klasse, dass du dich zugeschaltet hast. Meines Wissens bist du ja auch Leiterin der Sektion in der DIGAP für die Therapeutinnen und Therapeuten. Gleich mal kurz. Ja, da ist also ganz großes Kino vor dir. Ist es sicherlich wichtig zu sagen, okay, nicht nur das, was wir da generell tun, ist wichtig, sondern, und deswegen gefällt mir auch diese Fortbildung so gut, denn ihr beide oder ihr vier oder ihr acht in eurem Unternehmen oder wie viele ihr auch seid, ihr könnt eine gewisse Anzahl an betroffenen Menschen versorgen. Und ihr habt natürlich euren kölschen Klüngel da hervorragend aufgestellt. Ja, finde ich auch super. Aber was ist mit dem, der in Kiel oder auf Usedom liegt und genau auch diese Leistung bräuchte? Und da ist, glaube ich, die Kombination, und das wird sicherlich im IPREC nicht thematisiert, aber es ist für uns unmöglich, auf absehbare Zeit das zu leisten, was gefordert ist per Gesetz, wenn wir nicht massiv fort- und weiterbilden, wenn wir nicht massiv Menschen befähigen, Dinge zu tun, von denen sie heute noch träumen, die sie aber ganz ehrlich, und das war ja in der Pflege genau dasselbe, wo die alten Pflegekräfte am Anfang gesagt haben, niemals könnte ich absaugen, ist viel zu gefährlich, da habe ich wahnsinnige Angst davor. Und wir immer gesagt haben, wenn wir euch da dran führen, dann könnt ihr das und dann könnt ihr das auch lernen. Und dann, ich meine, eine Intensivpflegekraft ist keine Überfliegerin, bloß weil sie das eben kann, sondern das kann man alles lernen. Und ich glaube, diese Kombination muss auch nochmal klar werden, auch jetzt in der Kommunikation nach außen. Ja, also nicht, klar, wir sind hier in einem ziemlich überschaubaren Raum unterwegs, aber die Menschen, die jetzt diese Leit- und Richtlinien erarbeiten müssen, die sind darauf angewiesen, dass von euch und von anderen Konzepte kommen, die letztendlich A, verstanden werden und dann sicherlich in Bürokratendeutsch noch umgelegt werden müssen. Aber das muss von uns kommen. Es wird nicht von irgendwelchen Amts- oder Ministerialdirigenten, wird sicherlich kein außerklinisches therapeutisches Konzept für Langzeitbeatmete geschrieben, weil sie können es ja gar nicht schreiben. Ja. Darf ich, Christoph, darf ich da eintauchen? Sehr, sehr gerne. Du hast mir nämlich gerade aus dem Herzen gesprochen, mir die Worte aus dem Mund genommen quasi. Also es ist... Es ist uns, glaube ich, wichtig, nochmal zu betonen, dass bei dieser Weiterbildung wirklich, warum wir diese Weiterbildung entwickelt haben und es ja auch ein DIGAP-Curriculum ist, das war uns wirklich einfach wichtig von vornherein, weil wir immer diesen Bedarf gesehen haben. Wir haben einen massiven Therapeutenmangel in dem Bereich. Und allerspätestens, deshalb haben wir dann auch so einen Druck gemacht, dass es so schnell umgesetzt worden ist. Letztes Jahr im Sommer, als wir den ersten Entwurf des RISTs vorgelegt haben und wir hatten diesen Fachtherapeuten schon, der lag schon lange Jahre in der Schublade des Vorstandes, aber mit dem RIST war der Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir handeln. Und das ist der Grund, warum wir es dann auch einfach trotz Corona gestartet haben, um eben all den Forderungen, die jetzt im IPREC stehen, auch quasi direkt Futter geben zu können und sagen können, ja, ich habe zum Beispiel, ich habe Telefonanrufe von Krankenkassenmitarbeitern bekommen aus Arbeitskreisen, die mich gefragt haben und gesagt, ich soll hier eine Empfehlung schreiben für die Logopädie, für die Schlucktherapie, was die machen sollen, aber ich finde hier gar nichts, können Sie mir nicht was schreiben? Wo ich sage, das ist ein also kann es ja nicht sein. Also wir brauchen konkrete Richtlinien. Und gerne nochmal für dich, Christoph, auch der Hinweis, oder du machst gleich die Überleitung, im nächsten Talk wird es genau darum eben auch gehen, dass wir im IPREC so wenig bis gar nicht erwähnt werden. Also der Hakim gerade sagte, wir kommen in den S2-Linien, werden wir ja immerhin noch namentlich erwähnt. Im IPREC
wird die Begrifflichkeit Heilmittelerbringer exakt einmal auf Seite 38 erwähnt. Und Heilmittelerbringer sind übrigens auch Podologen, wo ich mich immer wieder frage, was genau sollte der GBA eigentlich für Richtlinien für die Podologen für die außerklinische Intensivversorgung aufstellen? Also wir kommen im IPREC de facto nicht vor, obwohl es immer wieder darum geht, es soll bewegt werden, Wienungspotenzial, Dekantierung und wie das ohne Logopäden funktionieren soll, ist mir ein völliges Rätsel. Und deshalb haben wir versucht, eben im Verlauf der Entwicklung von RISC zu IPREC schon Fakten zu schaffen, um da eben auch bessere Argumentationsgrundlagen auch dem DIGA-Vorstand liefern zu können, der ja glücklicherweise tatsächlich auch in der einen oder anderen Anhörung dabei sein darf. Und wir halten einfach die DIGA dafür das beste Instrument, wirklich die Qualität der therapeutischen Versorgung gewährleisten zu können. Die DIGAP ist eine neutrale Organisation. Es war uns wichtig, dass es nicht irgendein Fortbildungsinstitut irgendetwas macht, sondern dass es eine neutrale Institution ist, die eben dort auch zertifiziert und wir so eben auch wirklich Qualität gewährleisten können, indem wir eben sagen können, es kann nicht irgendein Therapeut irgendeine Fortbildung machen, sondern die brauchen eine gewisse Expertise im Hintergrund, die wird auch regelmäßig überprüft, sonst bekommt man diese Zertifizierung überhaupt nicht. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, im Vergleich zur Basisqualifikation haben wir auch schon einen Lernzielkatalog lange fertig. Also wir sind vorbereitet für alles, was noch kommt. Ja, ihr habt das super gemacht und ihr habt, wie heißt es so schön, manchmal gibt es Dinge, die liegen lange in der Schublade und irgendwann gibt es den Moment, wo die genau richtig sind. Und da hilft natürlich auch euer Durchsetzungsvermögen und eure Penetranz, dann selbst auch DIGAP-Strukturen ordentlich Feuer unter dem Hintern zu machen, dass sowas auf die Beine kommt. Also perfektes Timing, Inga, Janine, auch Julia, da ziehe ich meinen Hut vor dem, was ihr da geleistet habt und leistet. Und du hast auch die perfekte Überleitung gemacht und nachdem hier keine Fragen mehr reinsprudeln, müssen wir es auch nicht in die Länge ziehen heute. Du hast die Überleitung gemacht zu unserem Talk, der um 17 Uhr ist und wo wir ja letztendlich auch, sage ich jetzt mal, ganz echte Größen in diesem IPREC-Prozess drin haben. Wir haben eine Videobotschaft von Roy Kühne, der Mitglied im Deutschen Bundestag ist und der dem einen oder anderen vielleicht von euch bekannt ist, weil er nämlich selber auch Therapeut ist. Also ein ganz prominenter Mensch. Wir haben dich mit drin sitzen, Silke Winkler. Wir haben aus der Politik die Maria Klein-Schmeink auch aus dem Bundestag mit drin. Und wir haben auch Markus Schneider vom GKV Spitzenverband mit drin und Betroffene wie die Familie Wagner-Behrendt und viele mehr. Moderiert wird das alles auch noch von Nicoline Behre. Und damit ist es eine so spannende Runde, dass ihr eigentlich jetzt quasi genau, ich muss mal auf die Uhr gucken, 40 Minuten Zeit habt, euch wieder frisch zu machen. Und dann sehen wir uns alle um 17 Uhr wieder, beziehungsweise noch viele mehr. Jetzt habe ich der Maria spontan die Show gestohlen, die Zwischenmoderation zu machen. Maria, jetzt musst du dir was anderes einfallen lassen. Du hast natürlich auch noch mal das Wort. Ja, ich habe schon noch eine Ankündigung. Erstmal aber vielen Dank für die tolle Präsentation und es hat wieder unglaublich Spaß gemacht. Und ich dachte auch immer, ach, eigentlich müsste das jetzt schon alles in der nächsten Diskussionsrunde gesagt werden, aber das sind ja sicher viele von euch dabei. Dann möchte ich darauf hinweisen, dass wir nächste Woche, also wirklich so mehr oder minder als Nikolausgeschenk, haben wir gleich 4 Online-Talks. Das ist ja einmalig in unserer Serie. Und im ersten Online-Talk geht es um 20 Jahre LIS e.V., der Verein und seine Selbsthilfe. Es geht um Menschen, die das Locked-In-Syndrom haben. Und die sind ja auch, die sagen, ohne Therapie wären wir nie mehr so lebensfähig geworden, wie wir jetzt sind. Und deswegen ist also sogar möglich, dass sie einen Online-Talk veranstalten. Dann haben wir einen Workshop von Löwenstein Medical. Es geht um überall durchatmen mit Luisa.
Dann gibt es eine Diskussionsrunde zur Frage, ist ein paritätischer gemeinsamer Bundesausschuss möglich? Da geht es auch wieder um das IPREC. Und einen Workshop zum aktuellen Stand der Corona-Pandemie und die Auswirkungen auf Beatmungsmedizin und außerklinische Intensivversorgung. Ja, das ist unser Menü für nächste Woche und es wäre schön, wenn Sie sich und wenn ihr euch da eifrig bedient. Genau, und ich habe noch gerade, ich bin gefragt worden, ob für 17 Uhr noch Möglichkeiten der Registrierung bestehen. Bitte einfach über die Homepage gehen, www.mike-online.org/online-talks. Und da könnt ihr euch problemlos noch registrieren für die 17 Uhr Session. Ja, und damit würde ich diesen Talk beenden. Fand es mega spannend, wirklich eine angenehme und schöne, dynamische Runde wieder mal. Vielen Dank an die Damen, vielen Dank an Hakim, dass du auch dabei warst. Du bist ja ein Tausendsasser in der außerklinischen Intensivversorgung. Finde ich super klasse, dass du das immer so begleitest. Und danke, danke. Damit wünsche ich allen eine gute 38 Minuten, bis wir uns um 17 Uhr wiedersehen. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Danke.